Servus, meine Lieben, hier willkommen bei The Playside, bei The Professionals. Hallo! Wir spielen wieder The Book of Unwritten Tales Teil 2. Mit der ganzen Familie. Heute der schweigsame Shinobel. Ja, der Shinobel. Shinobel ist sauer heute. Hat sein. Shinobel hat. Nachdem, was wir jetzt durch haben, will ich aber auch nicht. Shinobel hat das, was die nicht hat. Das ist nicht witzig. So. Also weiter geht's. Womit geht's? Die Früchte werden langsam wieder grün oder. Nee, das sah nur so aus. Also letzte Folge haben wir schon den rote Fisch gekriegt, wo es eigentlich. Die Blümchen sich umarmt haben. Schön, dass ich euch mal zum Updaten wollte. So, wir wollen noch Honig. So. Weiter geht's jetzt. Also ich hatte die, dass man mit dem Blasrohr da reinsticht. Wollte ich eigentlich schon sagen, aber keiner lässt mich aus. Da in die Honigwabe und dann, dass da vielleicht der Honig rauskommt. Wir haben die Moni. Also man kann Steche das Bienennest andrücken. Genau, siehst du? Wir haben die Moni angesprochen. Da kommt gleich der Honig raus. Und vorgesagt, was ist, zu beruhigen. Das ist meine Chance. Ich habe einen ziemlich langen Stock da reingepackt. Sonst geht's noch. Das Töpfchen sieht sehr lang aus. Ich kann diese Zerstörung der Natur nicht gut heißen. Außer ich krieg die Hälfte vom Honig. Mehr brauche ich nicht. Der Rest ist für dich. Honig jetzt den Honig? Oh, das ist das gute Zeug. Wo ist der Honig? Muss reichen. Ja, es kommt gleich, wenn das. Da ist er. Da kann ich das Rohr wieder mitnehmen? Nee. Schade. So, ab und zu. Jetzt haben wir doch schon alles, oder? Yep. Kann ich den brauchen, ja. Fisch, ab und zu, dann können wir mal sehen, ob wir eigentlich schwanger sind oder nicht. Ja, ich bin gespannt. Bin ich auch gespannt. Vielleicht hat es einfach nur Liebeskummer. Ich hatte Lupus. Nee, der ist halt vom Wolf gebissen worden. So, wir haben ja jetzt als letzte Zutat den süßen Honig. Ungefähr ein Löffel Honig. What? So. Damit habe ich alle Zutaten zusammen. Jetzt nehmen die Stein. Sie nur noch zerstampfen. Stein. Aha, dann und zerstampfen. Gut. Und sauf das. Matschebrei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Sag ich dir. Gut, dass wir das Becherchen dabei haben. Ich hoffe, das ist ein Scherz. Es schmeckt dir, kann ich dir sagen. Sieht auf jeden Fall aus wie eine glibbrige Pampe. So was trinkt man nur, wenn man schwanger ist. Sag ich doch. Und wenn es ist. Genauso wie Gurken mit Sahne. Das Buch wird daher sagen, und hat dir geschmeckt, dann bist du schwanger. Genau, ganz genau. Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Trinken, trinken. Uah. Chip, chip. Chip, es tut mir... Ja, ich weiß, aber... Du säufst das. Chip, Chip ist schwanger. Das ist... Naja, ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Die sind parallel schwanger. Der pickt dir sie auch noch. Eine saure Metusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch. Das sollte Klarheit bringen. Süß und salzig. Na gut, runter mit dem Zeug. Oder können wir vielleicht eine zweite Meinung holen? Es ist nicht so, als dass ich dein medizinisches Fachwissen anzweifle, aber vielleicht hilft mir auch eine andere Medizin als dieser Ekelcocktail. Wenn du wissen willst, was du hast, trink die Medizin. Wenn nicht, diskutiere gerne weiter mit mir. Dann runter mit dem Zeug. Ekelerregend. Das ist Medizin, die soll nicht schmecken. So ist es gut.
ganz austrinken. Gar nicht so schlimm wie gedacht. Eigentlich sogar ziemlich lecker. Könnte durchaus noch ein Glas davon trinken. Aha. 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 Herzlichen Glückwunsch, Ivo. Du bist schwanger. Ja! Wir hatten recht. Haben wir doch richtig geraten. Von Anfang an. Und jetzt? Nein, das ist völlig unmöglich. Hör auf, Vogel. Er hat die Schlag getroffen. Du musst dich irren. Das ist es. Eine Fehldiagnose. Du bist eine Elfe und sagst zu dem Trank, ziemlich lecker, ich könnte glatt noch einen davon trinken. Da sprechen die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone. Ich habe keine Hormone. Ich... Cheap, nein. Das Buch hat einen Fehler gemacht. Ich habe nie, naja. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie mit Nate zur Sommersonnenwende im heiligen Wasser gestanden und dort das Lied des Lebens angestimmt. Was? Wieso? Wie machen Menschen das? Sie tun was? Oh, das habe ich gemacht. Aha. Elfen und Menschen können zusammen Kinder zeugen. Aber ohne Sex wird das nichts. Seht ihr, wir hatten nie Sex. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber die Diagnose ist eindeutig. Tun wir mal so, als wäre ich schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wenn wir ausschließen, dass das Kind auf natürliche Weise gezeugt wurde, wovon wir in diesem Fall einmal ausgehen wollen, dann bleiben nur noch die unkonventionellen Empfängnismöglichkeiten. Hast du mit einem Kobold einen Vertrag bezüglich eines Kindes abgeschlossen? Kind gegen Gold oder Königreich zum Beispiel? Ja, oh, ja. Nein. Sind dir Götter in Stiergestalt im Traum erschienen? Haben Engel mit dir gesprochen? Sind in letzter Zeit Sterne vom Himmel gefallen? Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Zauber oder ein Fluch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Ich wünschte, es wäre so, Chip. Aber ich spüre, dass es recht hat. Ich bin schwanger. Ui. Ich muss verflucht worden sein. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich bin anscheinend schwanger. Und wenn alle anderen Möglichkeiten wegfallen, muss ein Fluch dafür verantwortlich sein. Das ist großartig. Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht, aber überleg mal. Ich verflucht? Das klingt nach einem Abenteuer. Ist doch klar, was wir jetzt machen. Wir fragen Erzmagier Alistair. Er ist der weiseste Zauberer im Reich der Menschen und er ist ein Freund. Er wird uns sagen können, was das alles zu bedeuten hat. Oh nein, das wirst du nicht. Schon mal darüber nachgedacht, wer auf mich aufpassen sollte, damit so etwas nicht passiert? Oh, wie fies. Ist der Vogel schuld oder was? Eins ist klar, Mutter darf davon nie etwas erfahren. Tja, schwierig, wenn man schwanger ist. Ich weiß auch nicht. Meinst du, man wird den Bauch erkennen? Nein. Oh. Alistair wird Antworten für uns haben. Wir müssen ihn im Magierturm zu Seefels aufsuchen. Nur, wie kommen wir dahin? Seefels ist viele Tagesreisen von hier entfernt. Ja, fliegen ist schön und gut. Vielleicht kannst du es mir ja beibringen. Nein, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Und dann sind da noch die Schildwachen an der Grenze.
Sie können mit Ihren Langbögen einer Fliege aus 400 Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Wow, wow. Sie tun das auch, sollte die Fliege ohne Erlaubnis das Waldlandreich betreten oder verlassen. Das Losungswort der Schildwachen am Waldrand. Kennst du es? Das Chip-Chip. Das habe ich befürchtet. Und genau das ist das Problem. Mutter wählt jeden Tag ein neues Wort aus und mir wird sie es garantiert nicht verraten. Ach, warum kennst du das Losungswort nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Der hat geschlafen. Hey, alles wissen. Mutter Spiegel. Man sagt, er sei nahezu allwissend. Er könnte auch das Losungswort kennen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Licht in die Angelegenheit bringen, Chip. Wenn es ein Fluch ist, bin ich immerhin das Opfer, nicht die Täterin. Ja, ich weiß auch, dass sie uns so oder so die Schuld geben wird. Aber besser, wir haben einige Antworten im Gepäck, als einfach nur die Tatsachen zu präsentieren. Meinst du nicht auch? Eine Transportmöglichkeit und das Losungswort. Auf geht's! Alles klar. Also mal ganz ehrlich, ich würde den Spiegel, wenn der wirklich alles weiß, fragen, was los ist. Dann brauchst du nicht zu dem Magier gehen. Ja, das wäre aber viel zu einfach. Der Schnobel will immer noch nicht teilnehmen zu unserer Unterhaltung heute. Denk nach, Cheep Cheep. Wie kommen wir beide schnell nach Seefels, ohne dass mir Flügel wachsen müssen? Du hast die Lösung? Welche Lösung? Keine Ahnung. Renga. Aha. Was bringt denn? Eine Fliegerzeitschrift? Du hast eine Fliegerzeitschrift abonniert? Ja, warum nicht? Ist ein Vogel, oder? Mhm. Ja, schon gut, schon gut. Seite 15. Hippogreifengestüt Ikuleus in den blauen Bergen. Die besten Schlacht- und Jagdhippogreife Aventasiens. Hippogreif. Hippog. Ein Hippogreif? Der könnte mich leicht tragen. Keine schlechte Idee, Chi. Aber die blauen Berge liegen ein ganzes Stück entfernt. Und schau mal hier, was das kostet. Du bist die Prinzessin. Wo sollen wir den hernehmen? Ein Kessel voll Gold, ne? Das ist ja gerade ein günstiges Schnäppchen. Ja, ich schätze, du hast recht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wie würden Sie den Kessel voll Gold schleppen? So, erstmal einen Schritt am anderen, erstmal den Spiegel fragen. Ah, was? Zettel hat sie weggelegt. Das mit der Spieluhr tut mir leid, Schieb. Aber ich musste herausfinden, was mit mir nicht stimmt. Wieder Freunde? Nö. Nee. Gut. Ach doch. Dieses Sex, von dem du und das Buch gesprochen haben, was ist das und warum soll ich es nicht haben? Ich weiß, dass ich eine Elfenprinzessin bin. Genau deswegen sollte ich sowas ja auch bekommen. Vielleicht sogar zwei. Ach. Ich finde schon raus, was ihr mir verheimlichen wollt. Was ist das? Manchmal wünschte ich, ich hätte das Artefakt des Schicksals einfach behalten. Naja, ein Objekt, das dir jeden Wunsch erfüllt? Das wäre im Moment schon nützlich. Ja, ich weiß. Zu viel Macht für einen Einzelnen. Deswegen haben Erzmagier Alistair und ich ja auch Vorkehrungen getroffen. Meinst du, ich könnte meinen Prinzessinnenbonus ausspielen und wir könnten uns beim Gestüt einen Hippogreif ausleihen? Das dürfte deutlich weniger als einen Kessel voll Gold kosten. Wahrscheinlich. Du hast recht. Sie würden es überall herum erzählen. Nicht ideal, wenn ich inkognito reisen will. Ich habe noch ein paar Sonnenblumenkerne. Magst du? Kann ich mir vorstellen, dass dir die ganze Sache auf den Magen geschlagen ist.
Wir stehen das zusammen durch, ja? So. Bin gleich wieder da, Chip. Ja. Ich muss auf den Spiegel. Jetzt mal gucken. Mutterspiegel. Die Frage ist nur, wie man den Spiegel beschwört. Ich habe das noch nie gemacht. Spiegel, betrachte sie noch. Aber ja. Das ist doch in meinem Garten. Ja, stimmt. Es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Soll niemand wissen, wie genau funktioniert es mit dem Schwangersein? Oh, aber ich habe sie genommen für ein paar Tage. Du meinst durchfahren? So, mit der Erlaubnis deiner Mutter? Nicht so richtig. Das wird ihr nicht gefallen. Aber man muss tun, was man tun muss. Ich wünsche dir eine gute Reise. Danke. Und ich verrate niemandem, dass ich sie erzählt habe. Das wäre ja auch noch schöner. Bleib nur nicht zu lange weg. Du weißt ja, die Zeit läuft draußen viel schneller ab als hier im Waldland Reichtum. Natürlich. In der Außenwelt altern wir wie Menschen. Daher meiden die meisten Elfen sie wie die Bäume das Feuer. Schön gesagt. Sagt der Ent, der sich selber raucht. Wie genau funktioniert das? Sag einmal, du kennst dich doch mit der Natur aus. Wie genau funktioniert das mit dem Kinderkriegen? Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon gefragt. Die Bienen bestäuben die Blumen, die Blumensamen werden vom Wind fortgetragen und eine neue Pflanze wächst. Einfach und nachvollziehbar. Aber Elfen, Menschen und Zwerge produzieren keinen Nektar. Was habt ihr den Bienen anzubieten? Außerdem wachsen unsere Kinder nicht in der Erde, sondern in uns. Ich weiß. Ist das nicht bizarr? Wenn ich einen Kessel voll Gold bräuchte und wenn du einen hättest, würdest du ihn mir dann leihen? Ich der Sultan der drei Wüsten wäre und du saftige Weintrauben hättest, würdest du mich dann füttern? Mhm. Was? Also schön, ernsthaft. Hast du einen Kessel voll Gold? Genauso wie du Weintrauben hast und ich der Sultan bin. Weißt du, wie man den magischen Spiegel beschwören kann? Spiegel. Zauberer oder Priester? Vielleicht hast du Mutter mal beobachtet. Klar, viele Male. Sie gibt Wasser aus drei verschiedenen Kelchen in die Schale und murmelt vor sich hin. Irgend so ein Elfenpriester-Magie-Quatsch. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Nö. Sieht relativ relaxed aus, der Gute. Oder sie muss die Mutter irgendwo dazu bringen, dass sie das macht, damit sie so beobachten kann. Dann liest sie aus der Tür raus, und wenn Mutter sie erwischt, gibt's Ärger. Jo. Ja, stimmt. Es hilft nichts. Ich muss Papa sprechen. Oha! Wie sind wir denn, Herr Papa? Herr Papa, ich bin schwanger. Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du in deinem Zimmer bleibst. Schöne Aussicht. Ja. Was soll ich? Mama. Echt? Ja. Mach gut. Ich bin... Was bist du, mein Schatz? Schön. Ich bin schön. Aber natürlich bist du das. Du bist meine Tochter und eine Elfenprinzessin. Um mir das zu sagen, hast du meine Anweisungen missachtet? Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du in seinem Zimmer einsperren kannst. Nein? Wie bist du aus seinem Zimmer entkommen? Hast du Cheep ausgetrickst und bist über den Balkon geklettert? Das klingt sehr erwachsen. Ich habe mein Zimmer nur verlassen, um etwas trainieren zu können. So? Du hast es selber gesagt. Ich habe ein paar Unzen zugelegt und die werde ich nicht los, indem ich den ganzen Tag in meinem Zimmer auf dem Bett liege.
Woher die plötzliche Einsicht? Ich kann mich nicht ewig fragen, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Vielleicht ist heiraten doch keine so schlechte Idee. Oh. Ganz sicher nicht. Und wenn du fleißig trainierst, wird Prinz Larios dich schon mögen. Sicher, fein. Ich würde dir gerne behilflich sein, aber ich habe schrecklich viel zu tun. In Seefels scheint eine Art Seuche ausgebrochen zu sein. Eine Seuche in Seefels? Es ist seltsam, aus dem ganzen Mittelreich erreichen uns Berichte, Gegenstände und Wesen wurden verwandelt. Was meinst du damit? Die Lage ist unklar. Es scheint, als würde irgendeine fürchterliche Macht nach und nach das ganze Land verändern. Mhm. Erinnerst du dich an die Geschichte des Nichts? Eine große Schwärze, die ein fantastisches Reich nach und nach verschlang? Also, wie heißt denn das Spiel? Dieses Mal ist es schlimmer. Mensch! Hä? Pink. Nein. Das ist Pink. Ist auch das nicht so ganz so schlimm, oder nicht? Eine Seuche in Seefels. Das ist der richtige Ort für mich und was war ist? Das da. Andererseits sind Wilbo und der Erzmagier in Seefels. Vielleicht kann ich Ihnen bei der Bekämpfung der Seuche helfen, so wie Sie mir hoffentlich bei meinem Problem helfen können. Betrachte den Mondbrunnen. Ist drüben ist der Sonnenbrunnen? Nein. Nur Priesterinnen ist es erlaubt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Bisher hat meine Mutter noch nicht versucht, mich zu einer Priesterin zu machen. Wenn ich Glück habe, bleibt es dabei. Ja, die brauchen aus drei verschiedenen Quellen Wasser, ne? Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil. Sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. Let no caves. Oben auf dem Tisch so eine Karaffe. Oh, da hast du auch irgendwas getrunken, oder nicht? Die Medizin war nicht. Den kenn ich nicht. Ach, der ist in der Bibliothek geblieben. Ja. Papa ist kein Frühaufsteher. Er braucht viel Schlaf, sagt er immer. Aber einen guten Grund konnte er mir dafür bisher nicht nennen. Liegt da so faul rum? Ja. Ist das Vater? Das ist wie ein Baum. Hey, Papa! Ja. Der Tag ist längst angebrochen. Das ist der Typ aus der Herr der Ringe. Aha. Ja. Ivo, wie geht es meiner kleinen Lieblingstochter? Ja, genau. Nicht von Herr der Ringe, sondern von Hobbit. Hobbit. Ja, ihr wisst auch, wie man den Vogelkrieg im Haar hatte, ne? Genau. Der Vogel unter dem Hut hatte. Ist heute nicht ein wunderschöner Tag? Mal wieder. So wie die Raupen im Morgentau husten. Hm? Doch, dich scheint etwas zu beschäftigen. Sie hat mich eingesperrt wie ein kleines Kind. Streitet ihr euch wieder? Sie hat angefangen. Sie liebt dich. Und sie will nur mein Bestes. Wie kann es das Beste für mich sein, wenn sie mich ständig kritisiert und mich zwingt, Dinge zu tun, die ich gar nicht will? Sie glaubt, dass sie dich so am besten auf das Leben vorbereiten kann, das dich erwartet. Aha. Ich würde mir nur gerne selbst aussuchen, was das für ein Leben ist. Ich weiß. Deine Mutter versteht das nicht, weil sie nie diese Wahl hatte. Was nehmen wir? Egal, ich bin schwanger. Wahrscheinlich. Ja. Ich muss dir etwas sagen, Vater. Aber ich weiß nicht wie. Du solltest dir nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist nicht gut für das Kind. Oh. Weißt du es? Kann ein Zebra rückwärts laufen? Wie konnte das passieren? Woher kommt es? Das weiß ich nicht. Ist es wichtig? Ist es? Und ob? Ich will wissen, was mit mir passiert ist. Dann suche die Antworten, Spätzchen. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Weil ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Weil er mit dem Baum verwachsen ist. Dann ist es auch nicht das Ende. Game of Thrones? Aha. Mhm.
Macht Mutter dich nicht manchmal auch wahnsinnig mit ihrer Art? Natürlich. Aber warum sagst du es ihr dann nicht? Spricht das Gnu vom Frühling, wenn der Schatten das Eichhörnchen kitzelt? Der hat einen Riesenschatten, den Vater. Ich liebe sie. Es ist nur eine Phase. Sie wird sich ändern. Und wenn sie sich nicht ändern wird, werde ich sie nicht weniger lieben. Ich liebe euch beide, so wie ihr seid. Mit allen euren Fehlern und Macken. Mutter will, dass ich diesen Prinzen Lalilos heirate. Ich habe davon gehört. Ist es auch dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Hat schon eine Schmetterling. Also heirate ich ihn nicht? Leider gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Du bist eine Elfenprinzessin. Früher oder später musst du heiraten. Nur wann und wen, das würde ich am liebsten der Natur überlassen. Ja, so siehst du auch aus. Du könntest Mutter davon überzeugen. Ich befürchte, ihr Vertrauen in deinen Männergeschmack ist ein wenig erschüttert seit... Du weißt schon. Sie möchte verhindern, dass dir noch einmal das Herz gebrochen wird. Deswegen hat sie jemanden ausgewählt, den sie für den richtigen hält. Du, Papa, hättest du das Artefakt des Schicksals damals benutzt? Oder hättest du es versteckt, so wie wir? Ich glaube, zu viel Macht korrumpiert jeden von uns. Aber du hast große Macht und hast sie nie für etwas Böses eingesetzt. Ich hätte mit dem Artefakt kranke Wälder geheilt. Ich hätte die Flüsse und die Luft gereinigt. Und dann hätte ich vielleicht Holzfäller verjagt und Fabriken der Zwerge zerstört. Aber ich hätte vielen Menschen helfen können. Dinge brauchen Zeit, Ivo. Erzwingt man Veränderungen, ohne dass ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie nicht von Dauer. Der weise Alte. Wenn selbst du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seefels reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Mit diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wir können die auf Kohlraben setzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Erleuchte mich, Vater. Die Motte und der Löwenzahn, geleugnet von denen, die unachtsam sind, sind vielleicht schlau, aber nicht weise. Was? Echt? Was? Erleuchte mich. Geister und Dämonen, geliebt von mir wie nur wenig anderes, sind ein liebreizender Anblick. Das ist interessant. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Ja, wir auch. Bis später, Vater. Hat sie eine Schwester oder was? 99 Schwestern. Echt? Wo ist das denn abgemacht wurde? So bin ich nur mit. So bin ich denn jetzt hingegangen? Ja, raus? Ob du das Glas mitnehmen kannst? Wenn du schon da bist. Ich? Mutter? Ja, Ivo Dora? Ivo Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Oha. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Die Alte hat echt eine Klatsche. Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Alles klar. Und wenn ich ihn nicht mag? Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Sei nicht kindisch, Ivodora. Ivodora? Als du Vater geheiratet hast, wie lange kanntest du ihn da schon? Erst wenige Tage.
Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Er war der weiseste und stattlichste Elf, den ich je traf. Und wenn du ihn nicht geliebt hättest? Wenn du ihn vielleicht nicht mal gemocht hättest? Dann hätte ich ihn trotzdem geheiratet. Es ist die Pflicht, einer Prinzessin die Thronfolge zu sichern. Aha. Das tun wir doch. Will oder nicht? Du wolltest auch nicht jeden Tag zur Schule gehen. Heute kannst du musizieren, malen, sprichst ein Dutzend Sprachen und hast erkannt, dass Bildung ein Geschenk ist. Vertraue mir einfach. Manchmal wissen nur Eltern, was das Beste ist. Ja. Weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Alles klar. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Bis später, Mutter. Bis später. Niemandem im Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ibel. Lächeln. Lächeln. Und winken. Lächeln. Und winken. Lächeln und winken, ja. Pinguin von Marvin. Setz dich mal auf den Thron da. Steintafel. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung. Das ist Mutters Fachgebiet. Das Thron, oder? Nein, hier das Symbol da drüber. Ja, aber in der Mitte steht da ein Thron, oder? Das Symbol befindet sich. Ja, aber den kannst du nicht anklicken. Keiner. Ich kriege hier gerade von allen Seiten gezeigt, dass wir mal Pause machen. Okay. Nächste Folge. Eine Folge wieder, in der Shinobel nicht ein einziges Mal zu hören war. Nee, nicht war. Doch ein bisschen hin und wieder hat er mal was gesagt. Oh. Die war doch genug geredet. Kannst du sagen? Ui. Tschüss. Das bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal redet die Shinobel wieder mit uns. Tschüss.